Zukunftsgeschichten. MINT Zukunft studieren. Die Podcast-Reihe der TH Wildau mit persönlichen Erfahrungsberichten von und mit Interviewpartnerinnen unserer Hochschule. Herzlich willkommen zu Zukunftsgeschichten. Mein Name ist Larissa. Ich habe in der aktuellen Folge die Studentin Verena interviewt. Sie studiert im Bachelor und arbeitet in einer Forschungsgruppe an der TH Wildau. Aber lassen wir sie sich selbst kurz vorstellen. Kurz vorgestellt. Mein Name ist Verena, ich studiere physikalische Technologien und Energiesysteme hier an der Technischen Hochschule in Wildau. Ich bin jetzt im 8. Semester, ich habe ein Jahr länger gemacht, unter anderem durch Corona, weil einige Module einfach mehr Aufmerksamkeit gebraucht haben. Ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit und habe auch noch vor, einen Master zu machen. Welchen Master genau, weiß ich noch nicht, das wird sich aber auch so in nächster Zeit entscheiden. Zu meinen Lieblingsmodulen, da fällt mir eins im Besonderen ein, das ist, also genannt wird das Elektronenstrahlmikroanalyse. Das klingt sehr krass, aber es ist auch genauso krass und genauso cool. Das macht viel Spaß. Ich habe da an einem Raster-Elektronenmikroskop gesessen. Ist auch sehr interessant. Unter anderem konnte man sich da eine vergoldete Zecke angucken in hochaufgelöster Ansicht. Zu meinen Hobbys gehört, dass ich viel bouldern gehe, also klettern. Ich fahre sehr viel Fahrrad. Unter anderem bin ich aber auch musikalisch-künstlerisch unterwegs. Ich singe viel, spiele Geige und Klavier. Und das lässt sich trotzdem mit meinem Physikstudium gut vereinbaren. Was Verenas Motivation für ihr Studium war und was sie gerade in ihrem Praktikum erlebt. All das jetzt in Verenas Zukunftsgeschichte. Die Zukunftsgeschichte. Motiviert hat mich für mein Studium tatsächlich das Interesse für den Weltraum. Einfach wie das funktioniert, was geht da ab, ist ja nun mal physikalisch komplett anders als hier bei uns auf der Erde. Und wenn man einmal eine Faszination hat für, weiß nicht, Raumzeitkrümmung oder wie funktioniert ein schwarzes Loch, das ist einfach die Motivation, die dahinter steht, Dinge zu verstehen, die mir so nicht erklärbar sind. Und nach verstehe ich sowas sogar. Verena hat ihre Faszination für den Weltraum und die Wissenschaft in der Schule entdeckt. Mathe lag ihr, im Gegensatz etwa zum Texte verfassen. Ihre Mutter ist Ingenieurin im Bereich Straßen und Tiefbau. Sie hat ihre Tochter Verena schon früh mit CAD-Konstruktionsprogrammen spielen lassen. Und da habe ich halt schon als Kind im CAD-Programm ein bisschen an Landschaften gemalt und Sonnen gemalt, und jetzt hat mir das auch tatsächlich sogar geholfen im Studium, schon zu wissen, wie so ein Programm so funktioniert. Man wählt einen Stift aus, zieht eine Linie und am Ende hat man was gebaut oder was geplant. Schauen wir uns Verenas Studiengang jetzt mal genauer an. Ich wollte von ihr wissen, was sie denkt, welche Möglichkeiten man mit so einem Abschluss hat. Man sollte sich für meinen Studiengang entscheiden, wenn man nach dem Studium viele Möglichkeiten haben möchte, was das Spektrum an Berufen angeht. Ich habe von PE-Absolventen gehört, auch Freunde darunter. Der eine arbeitet in der Bundesdruckerei, der andere ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Hochschule geblieben, ein weiterer ist Vertreter für eine bekannte Technikfirma geworden und ein paar andere haben noch Masterstudiengänge drangehangen, sind also noch nicht fertig. Und so unterschiedlich die Gebiete, so unterschiedlich natürlich auch die zu erwartenden Gehälter. Das sind gute Aussichten. Auf Verena bezogen war es wichtig zu erfahren, welche Vorstellung sie selbst hat, wie es nach ihrem Bachelor mit ihr weitergeht. Ich habe auf jeden Fall vor, einen Master zu machen. Für meinen Studiengang gibt es hier an der TH Wildau den Master in Photonik. Ich würde aber, wenn ich hier an der TH Wildau bleiben würde, lieber den Masterstudiengang Automatisierte Energiesysteme machen. Das steht insgesamt noch nicht fest. Das wird sich erst in nächster Zeit entscheiden. Ich möchte mich auch nochmal umschauen, ob es nicht vielleicht auch an anderen Hochschulen oder Universitäten einen Masterstudiengang für mich gibt. Verena ist der Meinung, dass ihr Studiengang Physikalische Technologien und Energiesysteme gut zu schaffen ist. Ihr Abitur hat sie aber auch mit einem Notendurchschnitt von 1,3 abgeschlossen. Trotzdem ist es auch mit einem vermeintlich schlechteren Durchschnitt zu schaffen.
Viel wird aus dem Abitur in Physik, Chemie und Co. nochmal praxisnah an der TH Wildau wiederholt. Ein Tipp hat sie aber auch für die persönliche Entscheidungsfindung. Was man mitbringen sollte, auf jeden Fall, ist die Begeisterung für Technik, für Logik, weil das treibt einen. Man muss sich freuen, wenn irgendwas geschafft ist, wenn irgendwas passt. Das ist wie Puzzeln. Wenn man das Puzzleteil findet, freut man sich. Genau sowas treibt einen durchs Studium. Wenn man da nicht vorher schon merkt, dass man da Freude dran hat, irgendwas zu konstruieren, irgendwas zu zeichnen, irgendwas zu basteln, dann sollte man sich da nochmal Gedanken machen. Ein guter Tipp. Was ihr an ihrem Studienfach gefällt, weiß Verena ebenso ganz genau. Explizit auf meinen Studiengang bezogen sind auf jeden Fall Vorteile, dass es ein relativ kleiner Studiengang ist. Wir fangen meistens an mit 30 Leuten und dadurch hat man ein familiäres Umfeld, nicht nur zu seinen Kommilitonen, sondern auch zu den Professoren. Nach einem Jahr kennt da jeder jeden, jeder Professor kennt die Studierenden bei Namen und dadurch fühlt man sich nicht alleine gelassen. Und das Zweite, was in meinem Studiengang so richtig, richtig gut ist, ist, dass die Labore vor Ort so sind, dass man alles anfassen kann, alles mitmachen kann. Es ist nicht einer vorne, der einen Versuch vorführt, sondern du führst den Versuch selbst durch, musst den dokumentieren und gibst am Ende ein Protokoll ab, sodass dann auch der Professor nachvollziehen kann, haben wir es wirklich verstanden. Somit geht da keiner raus, ohne irgendwie eine Ahnung von irgendwas zu haben. Okay, also ein eher kleiner und familiärer Studiengang. Das kann schon einen Unterschied machen. Aber wie hat Verena überhaupt diesen Nischenstudiengang gefunden? Über Freunde habe ich von der Technischen Hochschule hier in Wildau erfahren. Mir hat der Campus sehr gut gefallen. Den hatte ich schon halt mit Freunden besucht. Und anschließend habe ich dann mich umgeschaut, explizit hier an der TH Wildau, nach Studiengängen, die mir liegen könnten. Da habe ich dann nicht nur nach Studiengangsbezeichnung geschaut, sondern explizit nach Inhalten und den einzelnen Modulen. Mir war da wichtig, dass ich das Grundstudium vom Ingenieur mit drin habe. Und in meinem Studiengang ist das auch ganz interessant, weil da ist das Grundstudium zusammengelegt mit dem Maschinenbau, dass man dort eben Mathematik, Chemie, Physik, Konstruktionsgrundlagen erlernt und dann im späteren Verlauf des Studiums wird spezialisiert. Man merkt, dass sich Verena richtig Gedanken über ihre Zukunft und was sie studieren will gemacht hat. Sie selbst findet es übrigens gar nicht besonders, solch einen naturwissenschaftlichen Studiengang zu studieren. Aber natürlich ist das Ganze auch ein wenig nerdy, was sie studiert. Daher lag es nahe, auch von ihr zu erfahren, ob es sowas wie einen lieblingsphysikalischen Effekt für sie gibt. Interferenz von Wellen. Also in meinem Fall Lichtwellen, weil ich viel mit Lasern arbeite und damit kann man ganz tolle Sachen machen. Erklären kann man das am einfachsten aber mit Schallwellen, zum Beispiel geräuschunterdrückende Kopfhörer. Da werden quasi die Schallwellen, die außen herum sind, in Reverse abgespielt und dadurch gibt es eine Auslöschung dieser Wellen, die dann halt nicht mehr ankommen. Genau andersrum könnte man es aber auch machen, indem man sie verstärkt und sie dadurch doppelt so laut sind. Und genauso geht das auch mit Licht, dass man ganz, ganz hell oder ganz, ganz dunkel beziehungsweise dann halt kein Licht hat. Und es gibt sehr, sehr viele Technologien, die auf diesem Effekt basieren. Und unter anderem in meiner Bachelorarbeit geht es hauptsächlich darum. Genau, Verena macht gerade ihr Praktikum und schreibt parallel an ihrer Bachelorarbeit. Diese Praxisphase ist fester Bestandteil ihres Studiums, meist in einem Unternehmen. Sie ist nun aber bei einer Forschungsgruppe der Hochschule. Diese ist spezialisiert auf Mikrosystemtechnik und Systemintegration. Ihr Auftrag ist es, ein Gerät zur Metalloberflächenmessung mit ihrem Team zu entwickeln. Dafür durfte sie vielfältigste Dinge sich aneignen und ausprobieren. Zum einen habe ich in SolidWorks das ganze Gerät geplant. Dann ging das ganze Ding in den 3D-Druck. Da habe ich mich auch drum kümmern müssen, wie sind die Füllräume, wie viel Aufwand ist in der Nacharbeit. Das heißt, ich stand dann da mit der Feile und habe die Ecken abgerundet und noch Dinge weiter angepasst, weil 3D-Druck ist nicht perfekt. Dann
musste das optische System, was da drin verbaut ist, mit Lasern und Optiken gut umgesetzt werden, sodass der Strahlengang gut läuft, dass alle Optiken auf der gleichen Position sind. Dann ist es auch noch ein weiterer Teil, dass das Ganze digitalisiert wird, die Bilder, die ich dann von der Metalloberfläche erhalte. Und diese Bilder dann auch noch ausgewertet werden, das heißt, ich muss auch noch programmieren. Und zwischendurch werde ich auch noch Proben erstellen, das heißt Metallschichten erzeugen. Da kommt noch ein anderes Verfahren hinzu, was ich dann nutze. Und das sind insgesamt sehr, sehr viele Aspekte. Also ich habe nicht nur ein Experiment, was durchgeführt wird, sondern ich habe viele unterschiedliche Punkte, die unterschiedlicher nicht sein könnten in der Ausführung. Was für ein spannendes Praktikum und gleichzeitig Bachelor-Thema mit viel Eigenverantwortung, das Verena hier vorweisen kann. Hardware- und Softwareentwicklung in einem. Diese Praxisnähe macht ein naturwissenschaftliches Studium an der TH Wildau aus. Vielen Dank, Verena, für diesen kurzen Einblick in dein Studium und zu deiner Person. Gern stellen wir euch auch noch weitere Zukunftsgeschichten vor. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen oder auf Wiederhören. Zukunftsgeschichten.